Formen in Balance. Na dann. Okay, den machen wir mal schnell noch. Dafür haben wir noch Zeit. Aber natürlich. Mensch, einfach nach oben, das war's. Kein Theater hier. Na komm, das ist doch wohl einfach hier, oder? Macht aber schön Gaudi hier, die Tempels. Die Schreine. So auf jeden Fall nicht. Moment mal, wir könnten aber auch ein größeres Ding bauen. Es sind ja zwei da. Das sind ja zwei da, gell? Also nur gut ausbalancieren. Ah, alter Schwede. Der ist gut hier, der Schrein. Den müssten wir eigentlich so hinlegen, damit er nicht wieder wegrutscht. Wie willst du denn da rüberkommen? Das geht doch gar nicht, oder? Ich hab da eine bessere Idee. Das muss nämlich besser halten als nur einzelne Dinger. Mittig stellen. Naja, fast. Fast geklappt, aber nur fast. Tada, fertig. Jo, was geht hier? Na, das ist billig hier. Das ist... Oh, nicht wieder runterfallen. Da reichen, glaube ich, zwei aufeinander. Halt, nicht so weit, Ninder. Reicht schon.
Okay, aber wo ist denn eigentlich die Truhe? Ist sie hier oben drauf oder was? Das können wir gleich benutzen, das Ding, ja. Wo ist denn die Truhe? Gibt es überhaupt eine Truhe hier? Das reicht schon nicht ganz. Die Idee reicht noch nicht ganz, Freunde. Reichen, ne? Jawohl, das reicht wunderbar. Touchdown! Hier müssen wir so ein Floß bauen. Cool. Haben wir doch nur geschafft. Wunderbar. Und zwar haben wir hier drüben die Truhe. Jeps, da drüben ist die Truhe dran. Nice. Reicht da schon einer aus, oder? Oder müssen wir da noch zwei dran bauen? Vielleicht ist auch noch einer als Backup. Wir nehmen eine Lanze. Na dann, let's go. Lieber zur Schatztruhe. So, man da ein schönes Rennen. Ein Stachelschild. Ah, brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir nicht. Jetzt können wir schwimmen hier. Naja, aber sicher doch. Freunde, der Part ist zu Ende. Langer, langer Part heute wieder am Start. Aber nice. Touchdown geschafft. Dankeschön, Segenlicht und tschüss. Möge das Licht der Kraft erschenken.